Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Heute reden wir über das Reiterstellwerk von Bluebricks und ob das sein Geld wert ist, das will ich euch gerne zeigen. Müssen wir über diesen Karton reden? Nein, müssen wir nicht. Wir gucken lieber rein. Dazu brauche ich wieder hier so einen neutralen Kartonöffner. Der Aufkleber ist übrigens drauf. Ich weiß also, was drin ist. Kann die Kartons nicht durcheinander bringen. Und ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, was man hieran wissen muss. So, ich denke mal, jetzt kommt hier einiges rausgepurzelt. Und es ist so, wie es ist. Zack, weg damit und Tütenpracht. Eine runde Fliese, einzeln eingepackt, nicht in eine Tüte gelegt. Hat da etwa die Qualitätssicherung wieder zugeschlagen? Oh, nee, halt. Oh, das ist jetzt aber mies. Hallo? Hier ist noch eine. Zwei runde Fliesen, die jetzt einfach mal so hier lose in dem Karton rumgeflogen sind. Ich lege die mal beiseite, mal gucken, ob sie gebraucht werden. Da lässt sich ja relativ schnell ausmachen, ob sie vergessen wurden. So, einige Tüten, so wie ich das hier schon sehe. Oh, Bluebricks. Jetzt, ich bin gleich hier bei der Tüte überrascht. Ich hatte gesehen, hier werden Mauersteine verwendet und ich denke mal, die Gebete vieler, vieler Bluebricks Bauerkunden sind erhört worden. Hier sind die Mauersteine in 1x4. Ein Wunder ist geschehen, würde ich sagen. Sehr schön. Das finde ich schon mal sehr, sehr löblich. Macht gleich viel mehr Freude, hier dann den Aufbau zu beginnen, weil ich hatte da wirklich mit sehr, sehr vielen 1x2 Steinen gerechnet. Ansonsten bleibt es dabei, wie ich das schon gerade sagte, sehr, sehr viele sortenreine Tüten. Das dürfte den Aufbau ein wenig einfacher gestalten und etwas schneller von der Hand gehen. Aber ich will da jetzt auch gar nicht lange rumphilosophieren. Hier sind die Fenster mit den Rahmen. Das gefällt mir bis hierhin wirklich alles außerordentlich gut. Ich hole meine Tüten nicht raus, die lasse ich lieber drin. Ich hole meine Teller raus und verteile mal hier die ganzen Steine. Und da sind die 10 Sekunden schon wieder um und alles ist auf den Tellern verteilt. Die runden Fliesen konnte ich mittlerweile hier einsortieren. Die sind also nicht dabei gepackt worden. Es hat sich herausgestellt, es war eine geplatzte Tüte. Und jeder, der das kennt, eine geplatzte Tüte, kann einen dann auch schon mal ans Grübeln bringen. So viel dazu. So, ich habe wirklich nichts gefunden, was jetzt schon irgendwie auffällig gewesen wäre. Die Platten scheinen alle soweit gerade zu sein. Normal zerkratzte Steine, würde ich sagen, also geringe Gebrauchsspuren. Vielleicht bekommen wir ja sogar gebrauchte Steine. Spekulation. Losbauen.
73 Bauschritte bis hierher und pures Bauvergnügen. Das garantiere ich euch. Also bis hierhin macht das Ganze wirklich Laune. Und das sage ich, derjenige, der überhaupt keine Gebäude mag. Also ich mag sie schon, aber ich mag sie nicht bauen. Also das ist normalerweise nicht meine Welt, aber das Reiterstellwerk, für mich gehört es einfach dazu. Deswegen wurde es gekauft, auch wenn es ein Gebäude ist. Aber hier bin ich wirklich überrascht, dass es Spaß macht. Wie gesagt, 73 Bauschritte bis hier. Den 74. den können wir jetzt mal hier zusammen machen, weil das, hier sind es noch fliegende Steine. Das wird sich aber gleich erledigen. Da werden sie fest sein. Drei Gebäudeteile bis hierhin sind entstanden. Ganz witzig wieder zu sehen ist hier, also jeder, der schon mal ein Gebäude mit einer Tür von Bluebricks gebaut hat, der weiß, dass in allen Gebäuden von Bluebricks Tag der offenen Tür ist. Diese Dinger sind so leichtgängig. Hier würde es keinen Spaß machen, eine Tür zu knallen. Die fliegt nämlich gleich wieder auf. Dazwischen gekommen bin ich jetzt im Grunde genommen einfach nur diesen Schritt, den habe ich mir gedacht, den kann ich mal machen, wenn ihr mit dabei seid. Weil dann ergibt sich hier schon ein wenig die Größe des Ganzen. Man kann also dann sehr gut erkennen, was da auf einen zukommt. In der Anleitung geht jetzt leider nicht hervor, wie rum man das legen muss. Aber wer so ein bisschen mitdenken kann, auf der Seite sind Schräge, auf der Seite sind Schräge, kann es nur so sein. Ich mache das Ganze jetzt in dieser Reihenfolge, weil halt bedingt durch die beiden fliegenden Steine konnte man ja recht schnell erkennen. Das wird ansonsten Quälerei. Nee, jetzt muss ich mal einmal kurz gucken. Es bleibt sogar eine Reihe frei, aber warum haut das nicht hin? Mal zwei Reihen frei bleiben. So. Jetzt noch einmal hier gegengespannt. Also hier persönlich finde ich das ein wenig labil. Das denke ich mal, wird sich dann aber durch die Aufbauten ergeben, weil hier die beiden Platten, hier liegt ein 1x4 drunter, der aber auf der einen Seite nur auf einer Noppe aktuell aufliegt. Also das ist jetzt natürlich alles noch recht holperig, stolperig und auch wackelig. Aber ich gehe wirklich mal davon aus, das wird sich alles erledigen, wenn man anfängt hier den Aufbau zu machen. Das hier scheint auch sehr gut zu halten. Das gefällt mir ein bisschen, was ein bisschen nervig gewesen ist. Aber Kinder, das könnt ihr selber einstellen. Die Treppe wird ziemlich früh schon in das Gebäude eingebracht. Das hätte man eventuell ein bisschen später machen können, weil es sieht ganz witzig aus. Ihr habt es vielleicht im Speedbild auch sehen können. Hier steht eine Leiter und dann baut man um die Leiter drumherum, um die Treppe drumherum. Ich muss mir mal angewöhnen, dass sowas eine Treppe ist und keine Leiter. Und ewig stupst man hier dran. Das Ding ist wieder schief, so wie jetzt. Dann muss man hier wieder nachdrücken, damit das was wird. So. Mehr kann ich bis hier nicht erzählen. Keine Fehlteile. Klemmkraft für diese Geschichte völlig akzeptabel. Da hatte ich keinen Stein. Doch, ich hatte einen Stein. Kann ich euch den mal schnell zeigen? Nee, weil ich so ein bisschen mit dem Finger drüber geputzt habe. Man sieht es schon gar nicht mehr. Da war noch das ganze Trennmittel drauf. War jetzt nicht sonderlich schlimm. Putzt man ab, dann ist die Welt in Ordnung. Ist kein Manko, es ist auch kein Mangel. Deswegen ist der Stein nicht besser und nicht schlechter als alle anderen auch. Also Steinequalität gut, befriedigend. Bauspaß definitiv vorhanden. Und dem werde ich mich jetzt wieder widmen. Da hat mich die Bauanleitung aber jetzt mal kräftig verarscht. Nicht nur mich, jeden anderen, der das Ganze schon gebaut hat, natürlich auch. Und jeden, der es noch bauen will, wird sie auch verarschen. Wenn ihr an Bauschritt 73 angekommen seid, tut euch einen Gefallen, vergesst den 74. Macht ihn nicht, weil in Bauschritt 75 geht es dann los, dass wenn hier alles drauf liegt, dann müsst ihr in der Unterkonstruktion das Fachwerk bauen, also das simulierte Fachwerk anbringen. Ein grober Fehler. Lasst das ab, macht erst in aller Ruhe das angedeutete Fachwerk und legt dann die Verbindung wieder auf.
Das macht euch das Ganze wesentlich einfacher, als wenn ihr jetzt hier drunter arbeiten sollt. Also das ist völliger Blödsinn. Bauschritt 73 bauen, scrollen bis hoch zur, ich guck mal gerade rein, genau bis zu 82 und dann spult ihr wieder zurück auf die 74 und alle sind glücklich. Mehr wollte ich euch eigentlich gar nicht gezeigt haben. Es hat sich ja ansonsten hier in diesen 3 Sekunden nicht wirklich was verändert und jetzt denke ich mal, geht es dann wieder vernünftig weiter.112 Bauschritte sind bis hierhin erledigt und wo Microsoft 10 Windows hat, hat Bluebricks 76. Also das hier ist eine Fensterfront, die ist vom Feinsten. Hier ist auch eine schöne Stabilität reingekommen. Ich habe daran gezweifelt, weil ich hatte es euch ja hier erzählt, es war eine einzige Noppe, die hier als Verbund genommen wurde. Ist da immer wieder auseinandergefallen. Ich habe euch ja gesagt, ich hoffe, die Stabilität kommt mit dem Aufsetzen des Aufbaus und die ist damit gekommen. Also ne, es ist jetzt hier schwer, einen Mittelpunkt zu finden, aber ihr seht es ja, ich kann es hier hochnehmen. Hier, also das hält und es ist noch nicht alles erledigt. Ich habe jetzt leider nichts Schweres hier, was ich hier mal eben schnell draufstellen könnte. Glaubt es mir, das ist stabil. Die Fenster nicht kratzerfrei. Leider, aber wenn ich so im Großen und Ganzen, also augenscheinlich betrifft es wirklich 3 oder 4 Fenster, die nicht in Ordnung sind. Ansonsten sind die soweit alle zufriedenstellend. Also da habe ich schon wesentlich Schlimmeres gesehen, gerade in den Anfängen. Auch hier oben Tag der offenen Tür, wie wir es bei Bluebricks gewohnt sind. Die sind halt wesentlich leichter als das, was man teilweise wirklich gerne hätte. Ist aber in Ordnung, weil man sitzt ja nicht den ganzen Tag hier und spielt mit der Tür. Ich kann euch ansonsten eigentlich noch gar nicht großartig was sagen, außer dass auch der Bauspaß bis hierhin, trotz vieler Scheibeneinsätzen, ist aber der Bauspaß nicht abgerissen. Also das Ganze macht wirklich Freude. Das wird auch daran liegen, dass es einfach nur zu was Stabilen heranwächst. Also man muss hier nicht, und ich muss wieder vorsichtig sein, weil sonst fällt links wieder was ab, wenn ich rechts was aufgesetzt habe. Das ist hier alles nicht. Hier ist mit Köpfchen designt worden, das kann man mal ganz klar sagen. Die Steine geben das hier auf jeden Fall her. Die Steinequalität, die ist nicht besser geworden, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Aber ich habe das auch bei dem Bahnhof schon gemerkt und ich habe das bei der Tankstelle gemerkt. Für solche Sachen ist die Steinequalität wesentlich besser, als wenn ich jetzt eine Lok nehme, wo winzige Anbauteile dann teilweise nur an einer Nob erhalten sollen. Hier wird es interessant, wenn hier vorne das Geländer gemacht wird. Da wird sich dann die Spreu von der Weizen, denke ich mal, wieder trennen. Da muss man gucken, ob das wirklich so stabil bleibt, wie es bis hierhin ist. Aber für solche Bauweisen sind die Steine, die Bluebricks uns in die Kartons packt, völlig ausreichend.
Auch wenn ich immer sage, die Steinqualität ist ausreichend, was ja in dem Falle gar nicht schlecht ist, ist sie aber für so ein Set sogar als gut zu bewerten und würde ich sagen, muss man sich hinter Dänemark nicht verstecken. Denn ihr seht das ja, selbst wenn ich hier, ich packe das Ganze an zwei Fenstern, ziehe ich das hoch, das hält, das ist wirklich eine Freude. So, die Freude, die soll nicht abreißen und ich möchte jetzt eigentlich ganz gerne weiterbauen, also höre ich auch auf zu labern. Und schwupps ist es passiert. Hier steht jetzt alles vor mir. Viel ist nicht mehr passiert, nachdem ich das letzte Mal zu euch gekommen bin. Hier oben sind die Fliesen drauf gekommen, die Steine mit den Noppen, die dann später das Dach halten werden. Und noch die Leiter zum, ich weiß gar nicht, nennt man das beim Stellwerk auch, zum Spitzboden, zum Dachboden. Auf jeden Fall, um nochmal hochzukommen, ist dann auch hier schon die Leiter eingebaut. An der Stabilität hat sich nichts, aber auch wirklich überhaupt nichts geändert. Es ist stabil. Ich kann, es federt nicht einmal großartig. Also mein Tisch knarzt mehr als dieses Stellwerk. Das ist bombastisch. Ein Blick hinein. Ich denke mal, der wird euch nicht überraschen. Den kennt ihr. Zeigt uns eine gähnende Leere. Hier ist dann der Kunde als solches gefragt, sich hier was einzubauen. Ich denke aber mal, das meine ich jetzt wirklich ernst, wir haben auch von Marco den Hinweis in dem Video gesehen, dass man sich ganz leicht hier was einbauen kann. Wenn das so leicht ist, liebes Bluebricks-Team, warum macht ihr es dann nicht einfach? Ich nehme jetzt einfach mal nur hier, weil sie hier gerade rumliegen. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen stümperhaft und nicht wahnsinnig professionell. Wenn ich mir jetzt einfach nur diese paar Steinchen hier reinlege, die kann ich genau, ich drücke das jetzt nicht fest, ich mache das mal ganz stumpf und witzig. Na, da kommst du jetzt her, wenn es mal schnell gehen soll. So, ich kipp's jetzt noch mal um. Ich habe jetzt einfach nur diese Steine einfach mal hier reingelegt. Es wäre ja genügend Platz. So, jetzt mache ich hier ein paar Fliesen drauf. Und dann, Mensch, ich weiß nicht, in welchem Büro ihr euren Superdrucker stehen habt, von dem der Klaus mal berichtet hat. Dann schmeißt ihr da das Ding mal an und ihr müsst ja gar nicht viel machen. Es muss ja einfach nur ein bisschen bling bling, ein paar Linien, die ein Streckennetz nachzeichnen, wo ein paar gelbe Punkte drauf sind, die simulieren, wo ist gerade vielleicht ein Zug auf diesem Streckennetz unterwegs. Das muss ja nicht einmal ein Streckennetz sein, was der Hobby-Eisenbahner jetzt zu Hause aufgebaut hat. Einfach nur simulieren und dann nehmt ihr, ach, diese Teile sind jetzt natürlich nicht mit dabei und ich habe sie auch nicht so ohne weiteres hier rumstehen, aber ihr kennt diese kleinen, ich sag mal, Gangschaltungen von den Lego-Autos. Davon setze ich dann noch so ein paar mit dabei und schon habe ich hier ein Stellwerk simuliert. 10 Steine mehr, ein Aufkleber mehr. Mensch, Bluebricks, diese 5 Euro, die hätten wir euch ganz gerne noch gegeben. Das wäre überhaupt kein Thema gewesen. Ich weiß, es ist auch kein Thema für uns, das nachzubauen. Aber wenn ihr uns doch schon den Hinweis gibt, dass es ganz leicht ist, dann ist es auch für euch leicht, dann packt es doch einfach mit dabei. Weil nicht jeder hat diese Steine, nicht jeder hat diese Kreativität oder weiß überhaupt, wie es in einem Stellwerk von innen aussieht.
dann gibt es den doch einfach mit an der Hand. Ihr bewegt euch ja in die Richtung Lego. Zumindest von den Preisen her bekomme ich so langsam aber sicher das Gefühl. Dann werdet doch einfach einen Gramm besser, legt das mit dabei und alle sind glücklich. So, das ist meine persönliche Meinung, die ich hier wieder gebe. Die muss ich nicht mit anderen decken. Andere sagen sich, was labert der für ein Blödsinn? Dann mach du das doch einfach selber. Dann sind wir wieder an dem Punkt, wo ich angefangen bin. Dann dreht sich alles im Kreis. Nur dann bin ich jetzt. Aber ich bin hier nicht der Hersteller. Ich habe keine Möglichkeit, euch das dann noch mit an die Hand zu geben. Ich kann das nur so als Idee mal mit in den Raum schmeißen, dass man mit wenigen Steinen hier nochmal ganz viel hätte erreichen können. Wäre bei dem anderen Stellwerk, genau das gleiche gewesen. Da hatte ich das ja auch schon angesprochen und da habe ich auch in meinen Kommentaren gesehen, dass viele gesagt haben, jo, hast du recht, die 5 Euro, die hätte ich definitiv auch mehr bezahlt dafür. So, das soll soweit gewesen sein. Ich denke mal, was das Ganze hier jetzt gebrauchen kann, das ist ein Dach. Und das Dach kommt nur drauf, wenn ich es aufbaue. Wenn man 2037 Steine vernünftig zusammensteckt, dann kommt sowas Feines dabei raus. Und das ist wirklich was Feines. Also vom Anfang bis zum Ende hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Ganze zusammenzubauen. Auch viel Spaß hat es gemacht zu sehen, wie viel Entwicklung in den letzten Monaten bei Bluebricks passiert ist. Also das reißt mich da wirklich am meisten vom Sockel. Ich habe den Bahnhof gebaut, ich habe das andere Stellwerk gebaut. Da war noch vieles, wo ich gesagt habe, nee, das geht soweit gar nicht. Hier kommt wirklich eine Menge zusammen, was damals falsch gemacht wurde. Das fing schon an mit den, wir bauen alles aus einmal zwei Steinen. Das hat sich hier gewandelt. Hier sind jetzt mittlerweile auch einmal 4 Mauersteine dabei, um das Ganze eine Stabilität zu verleihen. Das Dach ist mittlerweile ganz anders. Ich muss jetzt mal nur so ein bisschen aufpassen wegen diesen kleinen Fallrohren, die hier dran sind. Die sind ja doch ein bisschen filigran. Hier, man könnte glatt denken, das sind Stützen. Aber dieses Dach, wenn man das einmal zusammen hat, was in den letzten zwei Steinreihen dann doch ein bisschen Fummelei ist, was aber einfach daran liegt, es ist eine Dachkonstruktion. Hier ist teilweise so ein bisschen was fliegend. Das ist ja bei einem richtigen 8-Dach nicht anders. Nur hier kann man halt keine Sparren nehmen, wo man das Ganze auflegt. Dann hat man hier ein Dach in der Hand, das ist wahnsinnig stabil. Ich denke mal, ich kann das hier sogar, hier, das ist wie an der Nordsee, als Ständerhaus. Auch hier das Ganze, ich habe es euch gezeigt, das ist alles wirklich wunderbar. Kann gar nicht aufhören zu loben, es widerspricht eigentlich so ein bisschen dem, was ich hier so die letzten Monate gemacht habe, wo mir immer gesagt wird, hey, kannst du eigentlich auch noch was anderes außer meckern oder kauf dir das Zeug von Bluebricks nicht mehr. Aber genau das hier ist der Grund, warum ich mir immer wieder Bluebricks hole. Es muss ja auch zwangsläufig mal besser werden. Mit diesem Ganzen hat das hier funktioniert. Hier ist es um Längen besser geworden als das, was man bis hierhin mal gewohnt ist. Hier passt alles, hier ist alles wahnsinnig stabil. Hier ist irgendwas, so zack, da ist es dann schon wieder drauf und alles ist gut. Die Fallrohre schnell ausgerichtet und schick, einfach nur schick. So, passt hier ein Zug drunter, möchte man ja meinen, muss so sein. Ich nehme jetzt einfach mal hier den Triebwagen von dem TEE.
Passt jetzt zwar zeitgemäß, obwohl doch so rein von der Zeit her, könnte hier auch noch ein TEE durchgefahren sein. So, also das passt. Sind jetzt leider nur ein paar wenig leise. Jetzt steht der Zug hier natürlich ein bisschen doof. Seht's mir nach. Ich habe ja hier jetzt keine Gleisanlage stehen, aber so steht er jetzt immerhin überall auf den Schienen. Und ihr seht, der geht hier drunter durch und es wird in jedem Fall, dann nehmen wir mal den zweiten Triebwagen, wobei ich hier gerade sehe, ich bin euch auch noch ein Waggon vom TEE schuldig. Da werden wir mal für nächste Woche dran arbeiten. So, also ihr seht, das passt, das funktioniert. Jetzt habe ich auch gesehen, hier neben könnte man jetzt auch noch ein Gleis machen. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Steine sind einige übrig geblieben. Aber auf welche Steine ich mal sprechen möchte, das sind diese hier. Diese hätten alle irgendwo im Dach verbaut sein müssen. 2, 4, 6, 8, 9 Steine. Die habe ich mir beiseite gelegt, die sollten ins Dach. Dort mussten sie nie hin, weil es einfach keinen Platz dafür gab. Und jetzt greife ich mal ich spule mal kurz zurück auf das Innenleben von dem Stellwerk, wo ich gesagt habe, hätte man uns hier ein paar Steine reingelegt, einen kleinen Sticker oben drauf mit so ein bisschen Wegstrecke dabei, 2, 3 von den Hebelchen, wäre hier auch noch was innen drin gewesen. Das hätte keinem was wehgetan. Und wenn man sich jetzt die Anleitung mal durchschaut in Flörsheim, und das dürft ihr jetzt gerne mal machen, dann werdet ihr feststellen, ihr packt in jedes Set 9 Steine zu viel. Ich weiß nicht, wie viele Stellwerke es davon gibt. Nehmen wir mal nur 1000, haben wir hier 9000 Steine, die einfach nur, naja, weggeschmissen werden. Wir müssen sie bezahlen, obwohl wir sie gar nicht brauchen. Ich rede jetzt nicht von den Steinen, die hier zur Vorsicht mit reingepackt werden oder die einfach so durch die Maschine mitpurzeln. Diese Steine werden bewusst zu viel in jedes Set gelegt. Muss nicht sein. Da kann man also wirklich, ich meine, ich bin kein Wirtschaftsprüfer oder kein Wirtschaftsfachmann oder was weiß ich nicht was, aber das ist für mich eine Rechnung, das versteht eigentlich so ziemlich jeder. Das ist das Einzige, was ich an Kritik ausüben kann und denke ich mal auch darf, weil da ist eine Menge Sparpotenzial vorhanden. Ansonsten ein wirklich gelungenes Reiterstellwerk. Ich habe es mehr als einmal gesagt, aber meine Meinung ändere ich dabei nicht. Wie gefällt denn euch das Ganze? Sagt ihr euch, oh ja, jetzt nachdem ich das gesehen habe, ich kaufe mir das auf jeden Fall. Nur zu, es hat Spaß gemacht zu bauen und es macht Spaß, das Ganze hier stehen zu sehen. Mehr kann und will ich eigentlich auch gar nicht dazu sagen. Mir fällt auch nichts ein. Ich denke mal, ich habe euch nichts vorenthalten. Ich denke mal, ich habe auch alles gezeigt und erzählt. Wenn ihr Fragen habt, dann wisst ihr, da gibt es die Kommentarfunktion. Macht einfach davon Gebrauch und schon kann euch geholfen werden. Ansonsten kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr mir mal wieder zugeschaut habt. Vielen Dank, dass ihr mir die Zeit gegeben habt, hier zu schauen. Bis zu meinem nächsten Video. Da hoffe ich, dass ihr gesund bleibt, sodass wir uns dann auch gesund wiedersehen können. Wenn es euch gefallen hat, Daumen gerne hoch. Und wenn ihr kein Abo habt, dann dürft ihr das auch gerne hinterlassen. Ansonsten bleibt mir jetzt eigentlich nichts anderes zu sagen, außer ich wünsche euch noch einen schönen Tag.